Could you give it to me? Give it to me, baby! Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und heute zeige ich euch das Gameplay von Ascending Dojo. Und Ascending Dojo, ja, es kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Film Avatar, den Anime-Film oder aber auch die Legende von Aang. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da kann der Protagonist quasi mit irgendwelchen Handbewegungen Fähigkeiten ausführen. Er kann Feuer beherrschen, Wind, ich glaube Erde und so weiter und so fort. Wasser, glaube ich, auch noch. Und das können wir hier auch. Außer Wasser gibt es jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob das geplant ist. Auf jeden Fall ist das Ascending Dojo eine ganz frühe Demo, also eine Early Alpha, und von daher kann man da jetzt noch nicht zu viel erwarten. Es ist nur mal wirklich zum Reinschnuppern, um auch diese Steuerung mal kennenzulernen. Dafür ist es eigentlich da, jetzt nicht die Grafik oder sonst was zu beurteilen oder die Figuren, die da sonst mit rumspielen. Also es ist wirklich nur, um diese Steuerung mal kennenzulernen. Und ja, das ist schon was Besonderes, wenn man mit Gesten, die man ausführt, dann Fähigkeiten freischalten kann, die man dann da im Kampf benutzen kann. Momentan noch nicht, weil das in dieser Demo noch nicht enthalten ist, dass man wirklich gegen Feinde kämpft, aber das soll noch folgen. Und es gibt immer verschiedene Bewegungen. Also wir können einmal Feuer wirken, wir können die Erde hochkommen lassen, also eine Steinmauer vor uns aufbauen, sage ich mal. Und wir können Wind aus unseren Händen schießen oder wirken lassen. Also gar nicht so schlecht. Man kann auch Waffen benutzen, Äxte, ein Katana und so weiter und so fort. Es ist auch aktuell in der Demo eine kleine Story mit eingebunden, sage ich mal. Und das habe ich mir einfach mal angeschaut, komplett auch ohne irgendwas zu bewerten. Und teilweise haben diese Fähigkeiten schon echt gut funktioniert, muss ich sagen. Nachher dann nicht mehr, aber es kann auch sein, dass es an meinem Controller lag. Der ist mal ganz kurz, hatte sich verabschiedet, aufgehangen und ich musste den dann komplett ausschalten, einschalten, dann war der auch wieder da. Vielleicht hatte damit das Spiel auch ein Problem, weiß ich nicht. Schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite an von Ascending Dojo und hier könnt ihr euch umsonst die Demo herunterladen. Das Spiel soll 2022 erscheinen und dann wahrscheinlich auch als Early Access Titel, vermute ich mal. Und hier steht jetzt noch aktuell Deutsch nicht unterstützt, Englisch ist aktuell nur verfügbar und ja, das ist auch so. Aktuell in der Demo könnt ihr nur den englische Schrift euch anzeigen lassen, aber es ist auch deutsche Sprache geplant, also auch ein Voice-Over, aber das soll erst viel, viel später folgen. Die haben noch so viel zu tun und da muss man noch ein bisschen warten, aber es vom Text her kann man das eigentlich alles verstehen mit normalem Schulenglisch. Es ist jetzt noch nicht so Schwieriges dabei und man muss auch jetzt noch nicht wirklich der Story so folgen, die da jetzt dabei ist. Es ist ein deutscher Entwickler. Ich glaube, es sind insgesamt 3 Mann. Der Entwickler kann mich gerne verbessern unter den Kommentaren, falls es weniger oder mehr sind. Auf jeden Fall weiß ich, dass 2 Vollzeit daran gearbeitet haben, jetzt über, ich glaube, 8 Monate. Und das ist schon eine lange Zeit. Aber das ist auch etwas Besonderes, wenn man dem Spiel beibringen möchte, mit diesen Gesten, wann welche aktiv schalten soll. Und ich glaube mal schon, dass es vom Entwicklungsfaktor her sehr, sehr schwer ist. Und ich bin echt gespannt, in welche Richtung das Ganze noch geht. Ich bin gespannt aufs nächste Update. Und ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Habe es auch im Spiel erwähnt oder im Gameplay erwähnt. Ich habe sowas in noch keinem Spiel erlebt, dass man wirklich irgendwas mit Gesten freischalten muss. Von daher ist das auch wieder was Besonderes. Und erwartet aktuell noch nicht so viel. Wie gesagt, es ist eine Early Alpha und im ganz frühen Stadium. Das Hauptelement, die Gesten, sind verfügbar und alles andere könnt ihr euch noch zusätzlich anschauen, was da sonst noch
verfügbar ist auch von der Welt. Ja, Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Willkommen, Leute, bei Ascending Dojo. Und ja, ich komme gerade aus meiner Meditation, um gewaffnet zu sein für das Game hier. Und ja, Ascending Dojo ist, ich würde sagen, angelehnt an der Film Avatar, dieser Anime-Film, oder der Film Die Legende von Aang. Das basiert, glaube ich, auch auf diesem Anime-Film Avatar. Auf jeden Fall können wir mit Hilfe unserer Handbewegungen die Elemente beeinflussen und das möchte ich euch nachher mal zeigen. Es ist ein ganz, ganz frühes Projekt, sage ich mal, von dem Entwickler Selfox. Und Selfox ist ein kleines deutsches Entwicklerteam und die haben sich gedacht, okay, sowas Ähnliches gibt es noch nicht in VR und wir versuchen das einfach mal auf die Beine zu stellen. Und ja, von daher werde ich das Spiel auch nicht bewerten. Wir schauen uns einfach diese ganz frühe Demo Alpha an und schauen mal, wie alles so funktioniert. Und man sollte halt nie in der Alpha irgendwelche Bewertungen machen, weil wenn man so früh in der Entwicklung ist, dann will man nur das ganz normale, rudimentäre Spiel auf die Beine stellen, sage ich mal. Einfach, dass die Steuerung funktioniert. Und dass man so die ganz normalen Sachen erstmal einbringt. Grafik, Texturen und so weiter können nachher immer wieder ersetzt und verschönert werden. Soundeffekte können noch verbessert werden. Von daher bewerten wir sowas nicht. Wir schauen uns das Spiel einfach mal an. Oder die Demo, es ist noch gar kein Spiel. Also von einem Spiel kann man da auch vom Inhalt her noch gar nicht sprechen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay. Und ich habe einmal kurz reingeschaut. Aber jetzt starten wir nochmal von ganz neu, also viel Spaß. So, wir sind erwacht aus unserem Bett und schauen wir einfach mal. Oh, da haben wir eine Kiste, wollte ich gerade sagen. Hi! Das ist Shiro. Hi Shiro. Hurry up! We are late for training. You know that Master Roku will not train me without you. Also wir sollen uns beeilen, weil Master Roku ihn nicht trainiert ohne mich. Und wollen wir ihm mal helfen, oder? Wäre ja unfair, wenn wir ihm da jetzt alleine gehen lassen. der geht wohl echt witzig. Wait, what is that? Von rechts kommt Sound. Ja, ich höre es auch. Oh! Nicht gut. Okay. Wow, what a huge impact. I had a strange feeling when the shockwave hit us. Let's try to find the crater. Ja, das war wirklich ein komisches Gefühl, gerade mit dieser blauen Welle. Und der Freund hier von uns, dem hat das gar nicht so gefallen. Sprachausgabe wäre natürlich cool. Auch deutsche Sprachausgabe wäre hier echt nice. Der geht ja eher so tanzen, ne? Aber wie gesagt, wir wollen hier jetzt noch gar nichts bewerten. Und passt auf jeden Fall ins Game. Okay, da ist die Absturzstelle vom Meteorit oder Komet. Meteorit, ne? Nennt man das. Schauen wir, was uns hier erwartet. The closer I get to the comet, the stranger I feel. What can that mean? Also je näher der kommt, desto komischer fühlt er sich.
Wait, what is Yamato doing there? It looks like he found something. Das scheint Yamato zu sein. Hat er irgendwas gefunden? Oh, ein Splitter von dem Komet? Hey, I found a fragment. I think it's the best if Toshi takes a closer look on it. Take this and place it on your back, on the right of your chest. Ah. Das machen wir. Ich nehme das für dich. Jetzt geh weiter graben. Please bring it to Toshi. Just go back the way you came and you can find his house. To the left of the dojo. I will stay here and examine this place further. Also er untersucht den Platz weiterhin. Ja, dann gehen wir mal zu Meister Toshi. Meister Toshi! Oh! Hi! Hi, is that a fragment of the comet that came down? I would like to inspect that. Could you give it to me? Give it to me, baby! Na klar, gebe ich dir das. Na klar. Aber wir konfirmen erstmal, ne? Ja, Meister Toshi. I feel big forces coming out of this fragment. This is very interesting. Also es kommen sehr starke Kräfte heraus aus diesem Fragment und er findet es sehr interessant. To inspect that fragment, I need a pickaxe. You can find one in the mine in the back of the island. The entrance may be collapsed. Take this katana if you need to cut the bamboo in the left of the entrance. Make sure to cut it as far down as possible to step over. Okay, also wir sollen jetzt zu der Mine gehen. Und ja, da die Mine verschüttet sein sollte, oder falls sie verschüttet sein sollte, sollen wir ja, mit den Katana diese Bambusrohre durchschneiden. Wo da Bambusrohre sind, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt mal schauen. Da sind zum Beispiel welche. Aber da wird mir was angezeigt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal einen komplett anderen Weg. Kann man hier drunter? Ne. Hier fehlt mir echt nur so eine Sprungtaste. Keine gefunden. Also stimmiger kann man eine Musik nicht auswählen, glaube ich. Ich weiß natürlich nicht, wie oft sich das Ganze wiederholt. Aber wie gesagt, wir sind hier in einer ganz frühen Early Alpha. Von daher alles gut. Ich will meinen Katana mit einer Hand führen. Okay, wir sollen die jetzt so nah wie möglich cutten. Geht das mit zwei besser vielleicht? Ne. Cut it down. Also das führt sich so ein bisschen, ja. Also ein Katana ist ja eigentlich eine relativ leichte Waffe. Die fühlt sich ab und zu an, als ob die schwerer wäre. Ich habe zwar noch nie mit einem Katana gekämpft, aber schon mal eins in der Hand gehalten und es fühlt sich in VR jetzt nicht so wirklich plausibel an. Bei schweren Schwertern ist vollkommen in Ordnung, da darf das so ein bisschen nachfedern, nachschwingen, aber hier sollte die ein bisschen direkter agieren, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das sind ja alles kleine Einstellungen. Ach komm, wir können ja schon durch. So Sachen kann man natürlich immer ändern, ne? Was ist die Pickaxe? Ah! Oder wir könnten so einen Zelda-Sound jetzt einblenden, ne? Tetetete! Oh, passt die hier rein? Ah, okay, cool. Ja, nochmal so eine Mango, ne? Also auch eine Möglichkeit im Spiel. Man kann hier wirklich die Früchte und alles
zerteilen. Ne, wenn man Obstsalat machen möchte oder so. Aber bloß nicht in die Finger schneiden, ne? Geht das? Nee. Kann ich die aufpieksen hier? Einfach mal alles probieren hier, ne? Okay, zack. Zerteilen kann man die aber. Okay, das klappt. Okay, gehen wir mal die Pickaxe zurückbringen. Oh, you're back. Have you found a pickaxe? Please hand it over so I can start to inspect the fragment. Ja. Ich gib's dir. So. Und jetzt? Thank you. This will take a bit of time to inspect. Since the shockwave, everyone is feeling sick. Maybe you should get to rest in your house. Lass mal gucken hier, was der Toshi hier hat. Ah, ja. Die arme Sau, ne? Hat gar nichts in seiner Truhe. Okay, dann gehen wir mal in unser Haus schlafen. Das scheint ja unser Haus zu sein da. Ein Bambusrohr schneiden wir noch durch. Hi! Hi! Kann man den nicht auch nochmal? Also wenn man den einmal gecuttet hat, scheinbar nicht mehr, ne? Hi! So, ja, ich fühle mich müde, ich gehe jetzt echt schlafen. Meister Toshi hatte recht. Shinji inspect the comet of found a mystical force coming from it. He didn't know what it was, but he felt it was there. After a short time, the first residents began to evolve abilities. Some could force the ground to open and form a wall or stone in front of them. Some could light up fires and others created a storm with their hands. Also von diesem Komet geht halt eine Kraft aus und die Einwohner von den kleinen Städtchen hier, die haben halt Fähigkeiten entwickelt. Ja, Feuer schießen, Wind aus den Händen rausschießen lassen und ja, die Erde zu einer Steinwand aufrichten. Das ist halt möglich geworden. To master these new abilities given to humanity, you had to meditate and enter a deeper level of consciousness. Okay, ich glaube, das heißt Bewusstsein, ne? 20 Jahre, also 20 years have passed since then. The rubble of the comet hit was cleared and the residents are training their abilities. Also 20 Jahre sind jetzt vergangen, seit der Komet runtergekommen ist. Und ja, die ganzen Einwohner haben schön alles sauber gemacht und weiter trainiert. Go ahead and take your time to learn the abilities. The master awaits you in the dojo. Oh, das ist mein Katana. Ich kann es nicht mehr aufheben. Das ist ja schade. Okay, kann man das vom Boden aus anvisieren? Nein, okay. Okay. Katanas gibt es überall. Kein Problem. Ah, da kommt auch schon so ein Pop-up-Fenster. Meditate to enter the ability space. Welcome to Ability Space. Here you can train and master your mystical forces. Within the Ability Space, the motion parts are visualized and ghost hands show you the direction and gesture you need to do. Press the trigger to open the hand. And grip to close the hand. Okay. To solve the motion, you need to move your hands into the parts in a given order. Each part can contain different conditions like hand direction, also wohin unsere Hände uns bewegen. Irgendwelche Figuren müssen wir damit mit den Händen machen.
And how much time you have to enter a part. Also wie viel Zeit, in welcher Zeit wir diese Abfolge schaffen. Windblast, Fire Shoot, Earthwall. Earthwall hört sich cool an. Komm, wir machen mal Earthwall. Okay. Kam jetzt keine Steinwand, ne? Mach ich irgendwas falsch? Ah. Okay. Ist doch schon mal was, ne? Komm, wir sehen uns mal so. Was mache ich falsch? Komm. Ich verstehe gerade nicht, was ich falsch mache. Okay. Das scheint erstmal so. Scheint erstmal einfach zu sein. So, Windblast. Damit kann man ein paar Gegner wegpusten, ne? Würde ich mal sagen. Okay, das scheint jetzt auch nicht so schwer zu sein. Das war Stein. Okay, hier muss man sich vorstellen, man formt so eine Kugel. Ne? Okay. Krieg ich glaube ich auch noch hin. Also sowas habe ich noch nicht gehabt in VR, dass man wirklich seine Fähigkeiten mit irgendwelchen Sachen in der Luft formen muss und dann wirklich eine Fähigkeit hat, ne? Schauen wir mal Feuer. Ah. Okay. Hier greift man was auseinander. Oh. Natürlich. Okay. Jetzt nochmal. Also wenn man nacheinander das macht, ist eigentlich ganz okay, aber ich glaube, wenn man nachher wieder überlegt, was, wie war was? Okay, also Wind war eine Kugelformen, so, ne? Stein war so. Okay, und Feuer. Ja, probieren wir mal in der echten Welt. Schauen wir mal. Meditiert haben. Okay. Damals schon, ne? Aber komm, Feuer. Feuer weiß ich noch. Hä? Nee, das... Feuer, so? Ich wüsste jetzt nicht, was ich falsch mache. Ha! Eat this! Schon cool. So, jetzt müssen wir nochmal Wind hinkriegen, ne? Nee, Stein. Ich
weil. Also Stein habe ich schon echt vergessen wieder. Ach so, stimmt. Das war ja, So. Okay. Feuer. Okay, man muss da echt einige Zeit mit trainieren, ne? Also okay, jetzt müssen wir erstmal Feuer wieder loswerden. Okay, irgendwas mache ich falsch. Geschwindigkeit vielleicht falsch? Ah, man muss die dann, glaube ich, über Kreuz machen. Das war mein Fehler. Ja, okay. Ne, so? Okay, man kann nicht. Man muss erst abwarten, bis die eine Fähigkeit wieder weg ist, wahrscheinlich. Okay. Warte, so. Okay, Feuer geht nicht mehr. Geht gerade gar keine Fähigkeit mehr, okay. Kann man das nochmal Wind schießen? Nee, okay. Nee, okay. Also, es funktioniert teilweise, habt ihr ja eben gesehen, echt gut. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz die Waffen an, die wir hier zur Verfügung haben. Ah, hier so ein Zweihänder. Den Test mache ich immer gerne. Wie bei Blade and Sorcery. Ah, die rutschen nicht durch. Ist schon mal positiv, ne? Dass wir wirklich hier... Ist jetzt noch nicht so ganz... Exakt wie bei Blade and Sorcery, aber es funktioniert schon ganz gut. Also ich glaube, man kann da schon gute Fights mit haben. Mit dieser Physik jetzt. So. Da war ein Dummy. Ah. Da haben wir die Rübe abgeschlagen. Zack. Zack. Der geht mir dann ein bisschen zu langsam irgendwie. Also wenn ich dann so wirklich aushole, das geht zu langsam. Auch wenn das halt eine ein bisschen schwerere Waffe ist, aber gut. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Ich weiß gar nicht, ob man den dann nochmal beschädigen kann überhaupt. Ach du armer Kerl. Kann ich nicht aufheben, okay. Hier ist noch ein Schild. Ja, das muss sein. Achso, ein schönes großes Schild. Also ich bin echt gespannt, wann hier die ersten Fights möglich sind. Wie das dann so abläuft.
Kann man den auch so mit Schaden zufügen beim Schlagen? Ja, guck mal. Und komplett. Als Thrill of the Fight. Geht, geht, geht. So, was haben wir noch? Ah, hier können wir slicen. Man muss auch treffen, ne? Ich pack das mal so ein bisschen mehr hier. Oh, hier sind irgendwie mysteriöse Kräfte am Werk. Okay, das geht gerade nicht. Holen wir uns Neues. Na, guck mal. Geht sogar. Ganz gut. Ob die auch. Wäre natürlich cool, dass man die dann irgendwie findet und die dann ja, Heilung oder sowas bringen. Aber kann man nicht essen. So, jetzt versuche ich noch mal ganz kurz, ob irgendwas noch möglich ist an Kräften. Natürlich ging es natürlich wieder. So, Feuer. Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Man sollte schon treffen, ne? Okay, jetzt mal Wind nochmal probieren. Okay. Ja, Leute. Jetzt kommt erst der Feuerball hier irgendwie zurück oder prallt dagegen ab. Ja, das war erstmal der kleine Einblick hier in Ascending Dojo und ich finde, es macht auf jeden Fall eine gute Figur. Man muss diese Handbewegung natürlich ja, erlernen, sage ich mal. Man muss sie wirklich irgendwie ja, hier oben abspeichern, damit man das immer wieder nutzen kann. Ne? Aber ich habe noch so meine Probleme. Also Wind kriege ich immerhin, ne? Das kann ich nur nicht loslassen. Aber gut. Kann daran liegen, dass mein Index-Controller hier bei der Griff-Taste ein bisschen hängt. Aber ansonsten... Aber den mache ich doch immer richtig, oder? Naja. Wie gesagt, ist eine Early Alpha. Ich kann hier auch jetzt gerade Fehler machen. Und es ist natürlich alles nicht final. Ich denke mal, man muss das wirklich verinnerlichen, das Ganze, dass man hier diese Handbewegungen macht. Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen, ja, ich sag mal, verfeinern vom Spiel her, dass es vielleicht nicht arg so krass nach den ja, Regeln geht, dass man ein bisschen mehr Spielraum hat mit den Bewegungen. Ne? Dass, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt so runtergehe, dann die Faust mache, ja, guck mal, dann klappt's. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach nur Übung. Also es funktioniert. Die Frage ist, wie funktioniert es im Fights, ne? Wenn jetzt wirklich da zwei, drei Gegner kommen und ich muss schnell meine Sachen da machen, wie schnell schaffe ich das, um ja, den Gegnern Schaden zuzufügen, ohne dass die mich dann direkt hitten? Muss man abwarten. Es soll wohl bald eine Demo rauskommen, wo auch ja, Kämpfe möglich sind und darauf bin ich mega gespannt. Bisher macht es einen guten Eindruck. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Ja, das bringt meinen Kanal nach vorne und so kann ich euch weiterhin immer solche tollen Videos zeigen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.